So, willkommen zu meiner dritten Aufnahme von heute. Wieder hier mit Schweiger gemeinsam. Ja, hallo. Ja, hallo. Und wir sind eigentlich jetzt im Dauerkrieg, oder? Die Naja, letzten paar Dauerkrieg würde ich nicht nennen, Sessions. Dauerkriegszustand. Immer verschiedene Kriege, aber Dauerkriegszustand, ein ja. Kriegszustand. Übrigens, wenn wir beim Thema sind, der Krieg meines Emirs im Norden läuft relativ gut überraschend. Der wird wohl gewonnen werden. Also, so wie es ausschaut, wird Schirwan bald dem Arasimreich gehören, ist meine Vermutung. Schau an. Also das Und heißt, mein Emir Bosnien, wird eine weitere Rumänien. Region haben, die er sogar in seiner Domain size Unterwelt ist. Ja, aber er hat ja dann irgendwann mal einen Sohn und vielleicht bringt es den nicht unter. Ich gebe jetzt wieder 25 Gold aus, um einen weiteren Soldier an meinen Bord zu rufen. Okay, ich gebe jetzt 170 Gold aus, um eine Caspar Town zu bauen. In der zweiten Juwelier! Essos-Region. Entschuldige, hebt ihr das noch auf? Wieso? Mamlan ist an meinen Hof angekommen. Ja. Er hat State Marshal 15 und ist ein Skilled Tactician und den nehme ich. Dann wird er mal Okay. Commander und als nächstes wird er sofort zum Marshal ernannt. Vielleicht finde ich eine Frau für ihn. Egal. Was ist das? Könnt ihr hier mal wieder schauen? So, und er wird den Military Tech researchen. Das schaut sehr gut aus. Okay, gut, ich bin fertig, was bei mir in meinem Leben passiert. Was wolltest du sagen? Ich habe einfach nur eine Casper Town gebaut in meiner zweiten Region, in meiner zweiten guten Region. Ah, ja. Kadischia? In Kadischia, oder wie? Ja, in Cadiz. Und jetzt verheirate ich meinen Spymaster mit irgendeinem Courtier, den ich von irgendwoher habe. Obwohl, eigentlich hätte ich die auch nach außen verheiraten können, so gut ist die jetzt nicht. Aber sie hat eine gute Meinung von mir. Sonst will keiner heiraten bei meinen Leuten. Sehr gut. Na gut, wenn du willst, können wir weitermachen. Ich werde meine Leute jetzt auch alle verheiraten untereinander. Schauen wir mal, wie dieser Krieg läuft. Ich will gar nicht wissen, was da jetzt passieren wird. Was ist eigentlich mit unserem Kalifen? Macht er auch irgendwas in der Rebellion oder? Oder schaut er einfach nur schön drein? Was halt Kalifen so tun. Ja, irgendwie ganz nett, weil. Wo sind eigentlich die Kalifentruppen hin? Der hatte doch zumindest noch 5000 Mann. Hey, mein Neffe und meine Tochter haben ein Kind gekriegt. Hurmat. Weißt du eigentlich, wo die Truppen vom Kalifen hin sind? Ich glaube, die sind nicht alle aufgerieben worden von Hulk. Naja, nein, ich glaube, da sind schon ein paar übrig geblieben. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht täusche ich mich. Ach so, nein, warte mal, da stehen welche. Sind das von uns welche? Nein. Army of Naxa. Naxara sogar. So, an meinem Hof hat es gerade ein paar Hochzeiten gegeben. Schau Nachdem mal alle an. Leute an meinem Hof inzwischen schon in den 50ern sind, ist eh Zeit, dass da Kinder geboren werden eigentlich. Lagern sogar heil. Schaut aber so an. Ah, verstehe, die haben noch einen zweiten Krieg auch. Die führen nicht nur mit mir Krieg, sondern auch mit Erastil Naot auf Axum. Wie können die mit denen überhaupt Krieg führen? Nein, indem sie übers Rote Meer rüberschieben wollen. Stimmt eigentlich. Haben die Schiffe? Das nehme ich mal stark an.
Hier eine von den beiden Seiten, der Angreifer, wird ziemlich sicher Schiffe haben. Misguided Warrior. letzter Sohn. Ja. Mein vorletzter Sohn. Ein Misguided Warrior. Auch nicht schlecht. Oder ein Novice Fighter. Ah, mein. Ein Trained Diplomat. Na, mein Ältester wird in knapp einem Monat 16. So, the renowned poet Kais has evidently completed another masterpiece. Na, okay. Wow, wir kriegen 100 Prestige. Ich auch. Das Event betrifft mich auch. Das betrifft, glaube ich, alle im Siebenreich. The work has immediately gained popularity throughout Muslim lands. Naja. Ja, er hat 100 Prestige gekriegt. Also ich hab keine bekommen. Ich nämlich auch nicht. Denken wir schon, boah, super. Ist also mein Sohn wird gleich 16 und ich hoffe, dass er ein super Diplomat wird. Ja. Umdrücken. Ja, mein zweiter Sohn ist zumindest ein akzeptabler Diplomat geworden. Sagen wir aber Buriman ist mein Thronfolger und das wäre mir sehr wichtig. Ja, das wäre natürlich schon gut. Aber wir gewinnen quasi vielleicht doch das mit Heil. Durch das, dass die noch einen zweiten Krieg führen, offensichtlich ist der nicht besonders gut gelaufen. Und irgendwie wehren sie sich auch nicht dagegen, dass wir sie erobern. Arg. So, warte mal, mit wem? Ein Intricate Webweaver ist mein Sohn geworden. Das ist nicht das Beste, was es gibt, aber es ist relativ gut. Oh! Oh, das erhöht seine Intrige. Das war nicht das, was ich wollte. Ich habe mich vertan. Er hätte eigentlich Diplomatie kriegen sollen. Naja, was soll's. Dann wird er wenigstens keiner oder eher nicht umbringen. Der ist jetzt ein Multitalent. Naja, okay. Habe ich das verhunzt? Gut. Ja, ich habe das verhunzt. Ja, ja, siehst du, deswegen lass das die Leute machen, die wissen, worum es geht. Ich gebe es immer an die absolut Besten in irgendeiner Kategorie. Ja, das habe ich auch getan, aber ich habe es scheinbar in der falschen Kategorie vergeben und ich habe mitgehauen. Na gut. So. Ja. Mein Kaninchen hat gerade vorhin randaliert. Du bist jetzt out of game. Okay. Ich bin out of game? Ich habe zum Beispiel eine Katze. Nein, ich meine, du sprichst von etwas, das nicht im Spiel ist. Ja, wenn ich von meiner Katze spreche oder von meinen Kindern, spreche ich im Spiel. Wenn du von deinen Kindern redest, bist du im Spiel, hoffentlich. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Wenn ich von meinen Kindern spreche, könnte ich entweder in-game oder out-of-game sein. Das stimmt schon, du hast nicht ganz unrecht. Ah, ich sehe eine Hulk-Armee. Oh, aller Soldat für den Fall, dass du noch da bist. Was? Chat. Was? Meine Tochter ist vergiftet worden. Sag mal, spielen die? Meine Jüngste. Sie war auf Learning 15. Sie war ein Mastermind Theologian. Nein. Wer war der Schuft? Er hat sich vergiftet. Was? Wow. Hafez Sachi, wer ist das? Ist das ihr Mann gewesen? Nein. Das kommt oft vor. Das ist ja arg. Finde ich nicht richtig. Das ist ja lustig, dem seine zweite Frau ist auch umgebracht worden. Der hatte drei Frauen und zwei von denen sind jetzt, und eine davon war meine Tochter im Übrigen, und zwei von denen sind umgebracht worden, aber von unterschiedlichen Leuten. Das finde ich nicht richtig. Ah, die eine ist von meiner Tochter umgebracht worden. Und meine Tochter ist von, die ist von ihrem Mann umgebracht worden. Ist ja lustig.
Also lustig ist es vielleicht nicht, aber interessant. Wir schreiben hier tatsächlich reich und schön. Du hattest vollkommen recht. Was machen diese Typen da? Wo rennen denn die hin? Ah, die rennen durch die Wüste. Der hat Nein! offensichtlich keine Dings, der hat offensichtlich wirklich keine Schiffe. Der rennt durch die Wüste, um da drüber zu kommen. Ist Über das den Sinai, oder lustig? was? Ja. Der Oh, geht über das den ist ja in der Cache. Sinai und dann durch die Wüste bis nach wo auch immer hin. Ist mir auch recht, wenn er nicht da ist bei uns. Dann gewinnen wir vielleicht diesen Krieg sogar. Ganz kurze Zwischenmeldung. Ja. Meine Tochter Biha, die quick ist, also sehr begabt, plus 3 auf alle Werte, die mag ich sehr gern, war ja gefangen genommen im Krieg gegen Hike, der habe ich ausgelöst. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat. Sie ist schon wieder gefangen. Sie ist wieder gefangen genommen dann, und zwar jetzt im Krieg gegen Arguank. Alter! Ich muss sie wieder auslösen, weil die ist fast 16. Das ist schrecklich, ich weiß. Naja, na, ein Jahr hat sie noch, aber die will ich nämlich am Hof halten, die hat super Werte. Will ich da irgendwie nicht verheiraten und lassen Ja, falls und ihr das überhaupt überlebt, gefangen, gleich. nicht gefangen. Sie ist jetzt depressed. Die Das Arme. wäre ich auch, wenn ich dauernd gefangen bin. Es Ach, schaut so aus, okay. als würde die Setze Revolte das Spiel, gewinnen. was? Oh, die wollen nämlich, die wollen nicht unabhängig werden, sondern sie wollen das Arabische Reich werden. Wenn ich das richtig sehe, oder ist das nur Terminologie-Sache? Schwer zum sagen, was ist das? Ah, ich kann einen Special Mind Nein, an. sie wollen das Abbasidenreich werden, selber. Sie wollen den Titel des Abbasidenreichs, Empire of Arabian. Ja, sie wollen Arabian Empire werden. Aber ich glaube nicht, dass sie gewinnen. Meinst du? Ich meine, sie haben eine Schlacht gewonnen und ich schaut irgendwie nicht so aus, als hätte unser Sultan, unser Kalif noch irgendwelche Truppen. Oder siehst du da noch irgendwelche? Also man sieht, wie viele er momentan ausheben kann, wenn du ihn selber angriffst, und das sind knapp 10.000. Aber warum tut das dann nicht? Die AI ist relativ gut, also ich bin da zuversichtlich, dass da was kommt. Nördlich der Revolte rennen gerade relativ viele Truppen herum von Oh, er hat Scheik jetzt auch, er hat auch, Verbündete. Nicht nur Verbündete, sondern er hat auch Schulden aufnehmen müssen. Okay. Oh Gott, lack of funds, morale of army minus Oh, 25%. Large Loan, Medium Loan, Small Ja. Loan. Ich sehe es jetzt auch Bist alles. du irre? Impurity K, lack of funds. Wow. My beloved wife Muhaya is constantly bored and keeps talking about the new fashion she has heard about. Now she wants me to introduce it at court. My money is your money, darling. I will consider introducing new fashion at the court. Vanity is a sin. Let's go to the church instead. Okay, da könnte man Silas kriegen. Oder this is my money you are talking about. Das heißt Sellers. Seal heißt Silas. das Hauptwort, aber Sellers ist das Ja, ist Eigenschätzung. mir egal, ich sag trotzdem Silas. Ich weiß nicht, wie viele englischsprachigen Menschen uns zuschauen werden. Nein, ich sag's dir. Ja, ist okay, Ich ich versuch weiß dich zu eh. binden. Was? Du hast keine Ahnung, das. Wie, du versuchst mich. Org. My money is your money, darling. Wieso nicht? Her mit dem neuen Stil. Ich glaube, ich werde auf meine alten Tage noch ein Lotterleben starten. Mittlerweile ist er älter, als ich jetzt bin. 49. Das ist die zweite Generation, der ist 49. Mein Scheich ist 34, auch zweite Generation. Aber da, Nein, ja. ich hab etwas älter gestartet als Das du. stimmt, Aber wir sind eigentlich eh noch relativ gut. Ja, das siehst du, vielleicht ich werde auch zum Barber gehen. Übrigens, ich gehe gerade die Trades von Scheich Mirhammed durch, und die sind da im Wahnsinn. Oh, der Kalif ist gestorben. Pause.
Und zwar gestorben auf died of gluttony at age 33. Er hat ein erfülltes Leben geführt, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Gott, ist das ekelhaft. So wie ein Truthahn zu Thanksgiving. Okay. Na gut. Good riddance to you. Der neue Kalif ist Al-Mustamsik. Sein 7-jähriger Sohn. Ja, er ist tatsächlich eine Bereicherung fürs Reich. Der ein Stotterer Vater. War, das genau, ich erinnere mich, wir sind schon einmal durchgegangen. Stotterer. Er ist nämlich ein Stotterer, er ist wenigstens nicht imbecil. Ja. Das ist schon deutlich besser als sein Vater. Er übernimmt die Small Loan, die Medium Loan, die Large Loan, Imperial Decay. Der Imperial Decay ist jetzt noch stärker, nämlich 60 bis 69. Er ist uncrowned. Naja, viel Glück, sage ich dazu. Ja, und kein Garden. Wie alt ist der eigentlich jetzt? 7. Momentan kein Garden. Der Regent ist Emir Rashid. Und was kann der? Der ist aus Arabien. Ist eigentlich relativ. Er ist Garde. Das heißt relativ. Er ist quick und Wahnsinn. Aber er ist auch possessed. Ja, ich seh's gerade. Das ist gut. Also das Kalifat geht in Zeiten entgegen. Es possessen. Es possessen ist gut. Warte mal, bist du Ashari oder das andere? Bin ich Ashari oder das andere? Was bin ich eigentlich? Hajjaj bin ich. Also ich bin auch Ashari. Das ist nämlich interessant, weil der schau doch mal den Regenten an. Der ist nämlich Hajjaj und Ashari. Das ist interessant. Hajjaj? Nein, Hajjaj heißt das auf einer Hajj gewesen. Ach so, meine Güte, ich bin so dumm. Ja. Stimmt, du hast recht. Was bin ich dann? Warte mal. Ach so, ich bin Mutazilite, genau. Ja. Jetzt bin ich gespannt, wie der Krieg weitergeht. Es könnte sein, dass dieser Kalif nicht lange Kalif bleibt. Setup. Dieser Name Mustamsik. Weil wenn das bleibt, er ist 7-jährig, dann könnte das lange bleiben. Da können wir uns an ihn gewöhnen. Al-Mustamsik. Ja. Unser Kalif. Sein Vater ist jetzt auch nicht wirklich alt worden. Er hat noch einen Bruder, das wäre jetzt ein Nachfolger. Der hat überhaupt keine Trades. Ja, aber wie alt ist der? Der kann noch nicht sehr alt sein. Er hat ganz gute Werte für den 5-Jährigen. Das meine ich, das ist positiv. Keine Trades in dieser Familie, ist fast ein Genie. Stimmt eigentlich. Prinz Sulaiman. Ja. Vielleicht könnten wir ihm anbieten, sein Guardian zu werden. Achso, nein, noch kann man. Das habe ich mir auch gedacht im ersten Moment. Übrigens, ich habe folgende Trades. Ich bin proud, ambitious, brave, patient und temperate. Und gregarious auch noch. Ist das eine gute Ansammlung? Ja, das ist nett. Aber ich habe auch schon extrem viele mittlerweile. Ja, aber ich bin sind ja auch alle charitable so immerhin. Oh, ja. Das ist nicht schlecht. Und ambitious, na gut. Ja. Proud, honest, gregarious bin ich auch. Arbitrary ist super. Das mag ich auch sehr. Und paranoid bin ich auch. Ich werde jetzt meine depressive Tochter aus dem Knast holen. Ja, tu das, die Arme. Es sind wieder 26 Gold. Ah, auf geht's. Ich setze fort. Es ist schön, dass du dein Geld für sowas einsetzt und nicht für sinnvolle Dinge. Das waren 100 Gold jetzt in den letzten Monaten. Mehr wahrscheinlich sogar, wenn ich bedenke, wie oft du das gesagt hast, dass du jetzt 26 Gold oder 25 Gold zahlst. Ja, du hast recht. Nein, ich habe 3 Kinder ausgelöst und ich habe 3 Leute als Marshal geholt und alles hat 25 oder 26 Gold gekostet. Ja, die Rebellion schaut schlecht aus, aber unser Krieg gegen Al-Musa läuft zurzeit zumindest nicht katastrophal, sagen wir es mal so. Ah, ich habe wieder aus Konstantinopel neues Wissen erworben. Na geh. Aber mein Zweimaß ist auch wirklich gut. Ich hätte auch gern. Ja, noch mehr Economy-Werte. Oh, das sehe ich jetzt erst. Wieso habe ich einen Spymaster mit Wert 5? Ja, was macht das? Du hast gute Sachen auf. Wie kommt der dorthin überhaupt? Hat der irgendeinen Brain Damage gekriegt in der Zwischenzeit?
verdammt. Verdammt. Das fällt mir erst jetzt auf. Auf nach Konstantinopel. Ich habe einen, der hat Intrigue 16. Wie kommt der an diesen Posten, bitte? Wer hat den eingesetzt? Muss ein vollkommener Vollidiot gewesen sein. Ah, Konstantinopel sehe ich gerade, hat auch Kriege. Einige. Schau dir was an. Meine Frau ist wieder schwanger. Vielleicht schaffe ich doch noch die 10 Kinder. Doubt besetzt Nein! mich. Mein Kotscherpen ist gestorben. Dein was ist gestorben? Mein Kord-Imam, meine ich. Oh, das ist unangenehm. Wenn er gut war. Er war ganz gut, ja. Ich habe keinen Kandidaten. No, I trust her word. Kein ist Geld deine Frau schon wieder von jemand anderem schwanger? Ja, ja. Aber ich traue ihr natürlich, weil ich 10 Kinder habe. So. Ich brauche einen neuen Kord-Imam und ich habe keinen Kandidaten dafür. Meine Leute sind du könntest noch mehr Geld ausgeben. Ich werde das wohl tun, ja? Nein, das kostet sowieso Pietät, ein Imam. Das ist aber schlecht, weil ich habe eine Ambition laufen, dass ich 1000 Pietät angehe. Since I came to Al-Kufa, we have never had a shortage of so. Ich habe noch mehr, ich habe schon wieder Level Reinforcements gekriegt. Nein, nicht ich habe Level Reinforcements gekriegt, jetzt sehe ich es erst. Mein Emir hat Level Reinforcements gekriegt, weil ich sein Marshall bin. Ah, das heißt aber, er mag dich mehr. Ja, er ist dir dankbar. Ja, natürlich. Er muss mir dankbar sein. Ohne mich könnte er den Krieg da unten nicht führen. Okay, ganz kurz nur. Ich habe scheinbar in einer Schlacht teilgenommen, in unserem laufenden Krieg im Norden. Aha. Und habe jetzt eine Strategie erworben, also für den Krieg. Und ich darf nur aussuchen, welche ich nehme. Ich habe die Auswahl zwischen Aggressive Leader, das ist erhöht den Angriff, oder Focus on the Defense, Defender, Verteidigung, oder Learn to Inspire, dann wäre ich ein Inspiring Leader und kann die Moral erhöhen, oder ich kann Experiments with Tactics, dann wäre ich ein Trickster, aber ich werde Inspiren. Okay. Ich werde die Moral erhöhen. So. Das heißt, die Moral unserer Truppen im Norden ist jetzt besser geworden, nachdem ich dort als Commander agiere. Und eine Schlacht ist auch gerade im Laufen. Oh, das ist vielleicht sogar eine Entscheidungsschlacht. In Schirwan selbst. Ach so, da oben. Ja, das ist der Krieg meines Emirs. Mich interessiert es aber sehr, weil wenn wir Schirwan erobern, ist das ein weiteres Scheichtum mehr in Emirat. Ich setze fort. Ja, tu das. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht Truppen ausheben soll, damit ich da im Süden... Ja, ich werde jetzt übrigens einen Holy Man um 25 Pietät an den Hof rufen. Und es kommt Pyrrhos Pyrrhosit, der ein Schwammerl ist. Aber ein attraktives Schwammerl. Ist er schön, das ist schön. Jetzt werde ich ihn wegschicken und frage mich, ob ich die Pietät zurückkriege, wenn ich das mache. Ich glaube zwar nicht, aber man kann es ja probieren. Den kann ich echt nicht brauchen. Weg mit dir. Gigan! Nein, Pietät ist weg. Dreck. Tja. Okay, ich werde es nochmal probieren. Immerhin musst du ihn jetzt nicht durchfüttern, es ist so. Ich will ihn nicht durchgefüttert. Meinst du? Nochmal 25 Pietät in ein paar Tagen. So, ich glaube, ich werde jetzt wirklich meine Truppen ausheben. Wir haben die Schlacht Schirwan verloren. Der Emir, der Kalif hat da 2000 Mann rumrennen und ihn zum Krieg im Norden. Da unten sind 400 Mann von der Revolution, oder nein, das sind von Haik. Wenn ich die loswerde, das wäre irgendwie supi. So, wieder ein Holy Man. Wer kommt? Netzam Netzamit. Ja, der ist auch nicht toll, aber ich nehme ihn. State Learning 10. Du meinst besser als ein Stein am Schädel. Ungefähr. So. Darf ich dich appointen? Ich darf dich appointen. Werde mein Kord-Imam. Dankeschön. Hey, mein Sohn, und zwar der zweite, hat einen Sohn gekriegt. Hey, du bist Großvater. Zeichnet.
Ja, nochmal, schon wieder. Das ist jetzt etwas, was schon ein paar Mal passiert ist. Geworden durch das, dass wir, dass da so wenig Truppen rumrennen von unserem Gegner. Sag mal, Kaninchen, spinnst du? Entschuldigung, das war jetzt nicht an dich, sondern an mein Kaninchen, das gerade eine Pflanze versucht aufzufressen. Ja, sehr gut. So, Bihakice, meine älteste Tochter, meine älteste lebende Tochter, das ist die, die Krieg ist gleich 16 und ich bin gespannt, was aus ihr wird. Wenn ihre Erziehung pünktlich wie bei allen im 16. Geburtstag abgeschlossen ist. Almusa hat einen Haufen Truppen zurückgeholt, das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, warum da die Abbasidenarmee bei mir herumrennt. Die ist gerade in Urmia, aber da hat sie nichts zu tun. Boah, wir werden geprügelt. Ich glaube, wir verlieren den Krieg in Kirwan oder Shiva, was war das? Shirwan. Den Krieg verlieren wir doch. Da war ich zu zuversichtlich. Ja, ich darf dich beruhigen, den Krieg in Yes! Heil werden wir wahrscheinlich auch verlieren. Yes! Nicht, dass dich beruhigt, aber Kamera, Nein, wie du hörst, ist es mir egal. Image. Hey, ein Scholarly The Theologian, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich kann mal wirklich zu einem Mani Wir haben gerade einen Verbündeten in all unseren Kriegen bekommen, übrigens. Hast du das gesehen? Und das dürfte kein schlechter Verbündeter sein, der hat 6000 Truppen. Der Sultan. Den habe ich vorhin schon mal gesehen. Was ist das? Woher kommt der? Jar'Amer von Khorasan und Sistan. Der Also ein ist Perser. so. Achso, warte mal. Der hilft uns jetzt in allen Kriegen. Sicher? Sultan Yahya the Just hilft uns. Und Yahya the Just ist aus Marokko. Nein, ich habe Amr the Bold. Aber egal. Es ist wichtiger, was passiert. Ja. Meine Tochter, Bihagice, die sehr begabt ist, ist ein Elusive Shadow geworden und hat Intrige 20. Und Intrige wird 20, bist du sofort deppert? eingesetzt als neuer Spymaster, außerdem werde ich sie an meinem Hof hoffentlich mit einer Matrimonial Marriage verheiraten. Die will ich da lassen. Hat man Es schon. gibt keine Matrimonial Marriage im Islam, oder? Ich weiß es nicht. Ich werde es jetzt ausprobieren. Ich bin verzweifelt. Du kannst sie ja mit irgendjemandem verheiraten, mit einem von deinen Courtiers verheiraten, am besten mit irgendeinem Neffen oder so irgendwie von dir. Ja, es gibt wirklich keine. Aber es stimmt, ich möchte nicht, dass ihre Kinder in der Familie bleiben. Ich muss sie mit jemandem in meiner Familie, ein bisschen inzestuös verheiraten. Ja, das habe ich auch gemacht, aber dann wird sie vergiftet. Vielleicht. Es gibt wirklich keine Matrimonien heiraten. Das ist ja tragisch. Ja, so ist das Leben. Arg und stark, arg und ungerecht. Ah.
Na gut, was, lieber Bruder, was hast du für Kinder anzubieten? Was machst du da unten? Das ist verdammt. Meine Wohnung wird gerade zerlegt. Er hat einen Sohn, der dort gefangen gesetzt ist. Okay, sie bleibt unverheiratet. Das ist nicht gut, aber es ist beinahe aus der Wüste. Oh, warum kann ich sie nicht zum Spymaster einsetzen? Ist sie nicht an meinem Beruf? Ist sie? Du kannst Frauen vielleicht nicht einsetzen. Doch, ich habe gerade eine meiner Zeitfrauen ist gerade Spymaster. Okay. Weiß ich nicht, vielleicht, weil das Leben gemein zu dir ist. Ich Ganz verstehe auch manche offensichtlich. Entscheidungen nicht so ganz. Vielleicht, dass sie depressiv ist. Oh, sollte sie ihr Depress-Status jemals verlieren, kommt sie sogar auf 21. Na, ich warte mal ein bisschen zu, vielleicht kriegt sie noch die Ambition, Spymaster zu werden, dann kriegt sie einen Bonus, wenn sie Spymaster wird. Ich setze das Spiel fort. Ja, wobei andererseits, ich wollte gerade sagen, vielleicht hören wir auf für heute. Ich bin nämlich müde und meine dritte Aufnahme ist auch schon zu Ende. Na gut, na warte mal, ich würde gern das mit meiner Tochter noch abschließen, sonst erinnere ich mich nächstens nicht. Ja, das passt schon. Na, es gibt da nichts abzuschließen. Ich muss nämlich abwarten, bis er mit Sohn kriegt. Ich hoffe, ich merke mir das. Ich bin gerade dabei, das Gebiet von meinem Sohn wieder zurückzuerobern. So, mein jüngster Sohn, Bilal Hechebane, ist a charitable little rascal. Wo kriege ich einen Vorteil? Hier. Praise him publicly. Dann krieg ich. Nein, er kriegt dann eine Diplomacy. Kann das sein? Ja. Soll es sein. Warte mal, ich könnte meinen Team hier einmal. Ich habe 10 Kinder. Ich muss echt nächstes Mal dran denken. Ich muss mich um meine Kinder ein bisschen mehr kümmern. Ich habe 10 Oh! Kinder. Ich habe meine Ambition erfüllt. Der Krieg um Yay. Schirwanz beendet. Die Eroberung Schirwanz ist gescheitert. Ah, du Armer. Gut, ich habe auch noch, bevor ich fertig mache, Neue Ambition kommt nächstes Mal. neue Ambition kommt nächstes Mal. Ja. Ich erinnere dich an, nein, du hast oben eh etwas, Ich das habe ich an der oben die Ambition. Erinnerung. Bei meinen Aber, Kindern muss ich selber dran denken. ich habe es deswegen geschafft, weil es Zwillinge sind. Ausgezeichnet. Ich will nur ganz schnell, mein Emir zieht gerade mit 3000 Mann nach Al-Ula, um dort 2000 Mann anzugreifen, und ich habe 1300 da im Norden. Die werde ich auch gleich unterschicken. Bitte lass mich das nächste Mal nicht vergessen, dass ich schaue, ob der Emir eh durchzieht. Nicht, dass ich dort reinziehe mit meinen 1300 Nein, ich Mann. werde dich nicht erinnern, da musst du selber dran denken, aber keine Ahnung, was das bedeuten wird. Verdammt. Wir werden uns nächstes Mal ein bisschen Zeit nehmen, bevor wir das Spiel anpausen, Ja, ja. den Status durchzugehen. Okay, gut, das war's dann für diesen Abend. Ich Ja, beende meinen ich Stream. sag ebenfalls Tschüss und beende meine Aufnahme, meine letzte.